Servus Leute, heute gibt es wieder einen Kommentar-Raid, da war ich auf Customs unterwegs und das Ganze mit der MPX, mit PvP-Ammo. Seit dem Event habe ich die Hint-Quest fertig und ich kann PvP beim Trader kaufen und ja, da ist 9mm auch wieder viable und die MPX macht einen guten Job. Ich habe alles kommentiert, wie immer, was ich da so mache, meine Entscheidungsfindung. War ein kurzer, knackiger Raid in den Dorms, aber ich will nicht zu viel spoilern, schaut es euch an, war ein gutes Sehen dabei. Ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. So, das ist mal ein schwerer Dorm-Spawn. Der beste Dorm-Spawn. Auf der anderen Seite kann einer genauso spawnen. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall mal direkt in die Dreier-Dorms. Schauen wir mal, ob jemand kommt. Looten den Marktroom. Ich gehe direkt vorne quer über den Vorplatz. Theoretisch könnte da jemand pieken. Aber normalerweise sind die Leute nicht so schnell. Aber hier kommt was. Wir warten. Es sind zwei. Rein. Möglicherweise hier schon. Ja. Einer kommt die Treppen hoch. Einer auf den Treppen, Taschenlampe. Ist gehittet. So. Er läuft nach rechts. Geh hinterher. Er ist hier rechts drin. Free Fire, er sieht nichts. Tot. Noch einer, von oben. Die MPX regelt. So, wir looten als erstes den oben, der hat nicht den großen Rucksack. Können wir unseren direkt wegschmeißen? Kurz die Blutung stillen. Neues Propital. Ja, ich brauche noch auf jeden Fall Magazine mit PvP, weil ich habe schon Ersatzmagazin drin. Nee, doch nicht. Nee, tue ich nicht Legend. Nie im Leben. Würde ich. Bringt überhaupt nichts. Die Bildschirmmitte treffe ich. Egal was ist. Das ist der Punkt, auf dem ich in meinem Leben am meisten gestarrt habe. So. Große Pläne auf jeden Fall hier, der Kollege. Nur ein Flashlight, Amateur. Ich hab was gehört. Etwas zu essen und zu trinken. Ja, das sieht mir nach einer schnellen Runde aus. Wir looten uns die zusammen und dann hauen wir ab hier. Lauten Waffen? Gab keine Änderung. Der wirkliche Nachteil bei lauten Waffen ist das Mündungsfeuer. Fresher Ulach. I like. Die Ammo mit. Ein paar Granaten. Nacht, Commander, schlaf gut. Ja, saß.
Helm wegbrennen. Außen habe ich was gehört. Okay, kurz den Rucksack saven, dann schauen wir, was hier kommt. Der hört mich jetzt auf jeden Fall, ich bin sowas von overweight. Bei dem 80 können wir weghauen. Ich habe auf jeden Fall außen einen laufen hören im Busch. Hat er gehört? Hat sich wieder gedreht. Oder angelegt, ich weiß es nicht. Den Reload hört man nicht, ne? Ich will mir schnell den Arm flicken. Immer schön auf eine Posi gehen, wo man früh genug hört, wenn jemand pusht, dass man abbrechen kann. Nicht auf gut Glück irgendwo das Flicken anfangen, wo in 5 Sekunden ein Gegner vor dir stehen kann. Dann ist man ziemlich schnell ziemlich tot, wenn es doof läuft. Und sind auf Customs, ah, okay, das hören wir vielleicht gerade. Okay, Drogen nachziehen. Privet. Pero, vielen Dank für den Follow bekommen. Können wir kurz checken, ob das Auto da ist. Läuft dann auf dem Feld. Vielleicht kriegen wir einen Winkel. Okay, läuft von hinten in die zwei Raums. Das war der, glaube ich. Wir pushen ihn. Er ist hinten reingesprungen. Zwei. Nicht tot. Digga im Sack. Wir machen den Move. Und killen 3. Die haben da hinten gekuschelt. So. Direkt war das Bein wieder dran. Und lauschen. So. Dann haben wir gleich den Arm auch noch. Propital hielt ja ein bisschen, alles gut. An der Ecke habe ich ihn nicht bekommen, da, ne? Der Trigger hält ja. Die haben es ja auch einfach gemacht, das waren Anfänge. Vier Steps. MPX gut. Sie ist gut mit der richtigen Ammo. Remark. Nur mit PvP, mit allem anderen.
Ansonsten natürlich ist eine mega gute Waffe, ne? 19 Recoil, 46 Ergo, 27 Laser. Kann mit arbeiten. Okay, ich habe kein. Ich habe keine schwere Blutung mehr, deswegen nehmen wir Perforotan. Das Thorax, den Rest macht dann Propital. Gehört habe ich nichts mehr. Das waren absolute Bambis. Wir holen uns bloß die Dogtags. Wenn wir es hier rausschaffen. Danke. Absolute Bambi-Crew. Oh boy. Alle Level 70, wie ihr seht. Und ich denke mal, da holen wir einen Rucksack und Abfahrt. Passt. Ja, das ist gerade ein Kommentar-Raid, Legendon. Das mache ich nicht die ganze Zeit, das ist nicht anstrengend. Alles gerade ein Kommentar-Raid. Deswegen mache ich es, dass ihr was mitnehmen könnt, warum ich was mache, wieso, weshalb. Ne, Entscheidungsfindung. So, wir mulen auf jeden Fall, scheiß drauf. Der Camper Nummer 1. Der Graf Knall, aber das war Deutsche. So, wir müssen Crossroads Trailer Park. Wir schauen, ob das Boot offen ist. Marktrum, scheiß mal drauf. Ziehen uns trotzdem nochmal Bogen rein. Sicher, sicher. Daran soll es jetzt nicht mangeln. Wir haben schon gemult. Red Light, wenn du Bock hast, lohnt sich es auf jeden Fall. Servus. Ich würde es nicht vom Vibe abhängig machen. Siehst so, wenn dann der nächste Vibe kommt, bist du schon eingespielt und kriegst nicht am Anfang vom Vibe auf die Fresse, sondern ein bisschen jetzt und beim Vibe ziehst du dann alle ab. Ist auch gut. Alrighty, ist hier offen. Never Lucky ist natürlich nicht offen, sieht man am Feuer. Würde brennen, man würde den Rauch sehen. Das heißt, wir müssen rüber zum Tarkov Park. Ich blute. Jetzt lange nicht mehr, ja. Also wenn du Bock hast, wenn du jetzt drüber nachdenkst, dann würde ich sagen, fang mal an. Spiel dich ein bisschen ein, gewöhn dich an den Sound, alles was Neues. Wie ist mit Cheatern? Cheater gibt's immer, aber ich finde es nicht so wild. Alles gut. Ja, ich sag mal jetzt, Anfang ist halt einfacher als während des Vibes, beim Vibe wieder komplett neu anfangen. Beim Vibe am Anfang spielt jeder, macht jeder dieselben Quests und so. Es wird dann auch ziemlich schwer, ne? Das geht nicht nur ums Gear, sondern dann sind halt so Leute, klingt jetzt wieder abgehoben, so wie ich. Ich mach dann mit euch die Pocket Watch Quest, ne? Das ist jetzt gerade nicht der Fall. Oder gegen euch, besser gesagt. Da oben. So, geh mal raus hier. So, Freunde der Sonne, was haltet ihr davon?
Hallo YouTube, verewigt euch mal. War doch ein schöner Kommentar-Raid mit, glaube ich, 6 Kills und der MPX mit PvP. Nice. Alle mal hallo YouTube im Chat. Der könnte verwendet werden. So, 6700, wie lange ging der? 14 Minuten, schöner, knackiger Kommentar-Raid. Die drei hier in einer Sekunde. Und die anderen, die war eher, oder? Der Enduja, das waren zwei Dreiergruppen.